Hallo zu einem kurzen Video. Ich bin bei mir in der Nähe zu einem, ja, da hinten seht ihr das vielleicht. Ihr seht auch, dass ich meinen 560er drauf habe. Also da hinten, hinter dem Zaun, da ist hoffentlich zu sehen eine Steinwand von einem kleinen Steinbruch. Ja, und da sitzt ein Uhu. Ich bin aber dieses Jahr etwas früh. Das heißt, die Jungen sind entweder noch klein oder vielleicht, na, ich glaube nicht, dass es da noch Eier hat. Die dürften geschlüpft sein. Auf jeden Fall habe ich heute mich hier auf den Weg gemacht, ein paar Fotos zu machen mit der Olympus. Das Problem ist, ich bin sehr weit weg. Ich habe mit 1120 mm wieder eine recht ordentliche Vergrößerung. Ich will gerade mal was gucken, weil, ja, da ist ein Junges ist da. Moment, ich muss mal ein paar Fotos machen. Ein Junges ist zu sehen. Letztes Jahr waren es drei Junge. Ich löse übrigens mit dem Kabelauslöser aus. Bei der langen Brennweite ist das mitunter sehr sinnvoll. Das Hauptproblem ist, das ist ja so ein kleiner Talkessel. Seit einigen Stunden haben wir Sonne und auch auf dieser Felswand ist Sonne. Ich nehme mal noch ein kleines Video auf in der Zeit, wo ich mit euch rede. Vielleicht sieht man dann auch ein bisschen Bewegung. Der eine Altvogel, keine Ahnung, ob das Männlein oder Weiblein ist am Tag. Ich weiß auch nicht, ob die sich regelmäßig wechseln. Ich muss gestehen, so gut kenne ich mich nicht aus bei Uhus. Aber ja, also ein Jungtier ist zu sehen. Letztes Jahr waren es drei Jungtiere und letztes Jahr habe ich es irgendwie total verpeilt, da ein ordentliches Video draus zu machen. Bei den Bildern, die ich mache, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, hier auf dem Display, ob das nicht zu hell wird. Also es ist so, ich bin keine Ahnung wie weit weg, 50, 80 Meter. Das ist also eine ganz schöne Hausnummer und es ist leider so, dass hier in dem über die Steine, über die Granitfelsen, die sich natürlich jetzt aufgeheizt haben, eben eine entsprechende Thermik ist. Ah, da ist doch schon schön ein Jungtier zu sehen. Also diese Thermik, diese Luftunruhe, Aufnahme beendet, ich guck mal durch. Oh, ja, das Junge, das ist schon richtig groß. Und es scheint nur ein Junge zu sein dieses Jahr, das ist natürlich schade. Letztes Jahr waren das auf jeden Fall drei. Ich gucke nochmal. Ja, also ich sehe nur ein Jungtier. Das hat gelegen. Vielleicht liegen die anderen auch. Und so, ein paar Bilder. So. Also sehr weit weg. Und was sehr schade ist, das ist ja hier ein Privatgelände. Was heißt schade? Das ist halt so. Aber wenn jemand da gewesen wäre, hätte ich höflich gefragt, ob ich wenigstens diese 20, 25 Meter zu diesem Bauzaun hier noch näher rangehen kann, um eben offiziell da ein paar Bilder zu machen. Wahrscheinlich hätten die sich beschwert und hätten gesagt, ja, also da gehen ständig Leute ran. Und wenn da einer war, dann sage ich, nee, ich frage sie ja. Das muss man einfach tun. Da steht übrigens auch eine Telefonnummer. Und vielleicht sollte ich diese Telefonnummer mal mir abschreiben, um einfach das für die nächsten Tage und Abende zu sehen. Was ich übrigens auch mal anmerken möchte, ich benutze mal wieder meine Lupe. Es sind zwei Jungtiere und es könnten sogar drei sein. Hey, das ist doch geil, dass die jedes Jahr wirklich drei Jungtiere groß kriegen. Ja, ihr seht das nicht. Ich will noch mal gucken. Also sie sind auf jeden Fall deutlich kleiner und jünger wie das letzte Mal. Gut, ich rede einfach, weil Bilder blende ich euch einfach ein. Ja, also die werden nicht sehr gut sein wegen der Luftunruhe. Aber ich werde eben einfach mir die besten raussuchen. Und hier gibt es ein Kriterium, wenn ihr wirklich in so einer Situation seid, achtet auf die Augen, auf das Gesicht. Das ganze Bild wird an irgendwelchen Stellen unscharf sein und an anderen Stellen scharf. Und das müsst ihr einfach raussuchen. Deswegen macht hier nicht nur drei Bilder, sondern macht hier einige Bilder.
wobei man jetzt, die Tiere bewegen sich kaum, nicht 500 Bilder machen muss. Und ich glaube, ich bin gerade so auf 5 Bilder die Sekunde im Lautlosmodus übrigens. Ja, im Übrigen, der Altvogel, der hat mich gesehen. Ja, also ich war sofort sozusagen hier. Ne? Ich sehe dich, wenn du mich anguckst, ist das ja auch eine Sache. Hey Jungvogel, geh nicht so nah an die Kante, ey, du Pflaume. Ja, ich habe hier übrigens mein Fotostativ. Ja, es ist ja nach hinten gegangen. Also hinter dem Altvogel sind mindestens, ja, also ich glaube, ich habe 3 gesehen, weil es wäre zu weit auseinander gewesen. Finde ich toll. Aber mal was ganz anderes. Ich habe ja, glaube ich, mal in einem Video gesagt, auch Leute, die Erfahrung haben, machen Fehler. Also ich habe das Objektiv geschnappt, ich habe meine Kameratasche schnell umgepackt. Ich wusste, dass meine Osmo Action dabei ist. Ich hätte auch meine Insta360 dabei, aber das ist heute ziemlich langweilig mit der. Auf jeden Fall habe ich eine Sache vergessen, einen Ersatzakku. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, weil ich werde nochmal nach Hause gehen, um auch das lange Objektiv loszuwerden, ich muss mir unbedingt einen Akku für die Olympus einpacken. Und dann fahre ich zu meinem guten Kumpel Jan. Und dann werde ich mich mal nach einem anderen Fotorucksack umsehen. Also den Flipside 400 AW. Ich weiß gar nicht, ob es den von Lowe Pro noch gibt. Ah, jetzt kommt ein bisschen Schatten, vielleicht ein bisschen weicheres Licht. Belichtungszeit ist übrigens so ein 800stel und eine recht hohe ISO, aber ist halt so. Ja, hier kommt eine Wolke. Ich werde mal gucken, wie das Ganze aussieht, bevor ich weiterrede. Ja, was macht die Eule? Hat einen schrägen Kopf. Das Jungtier sitzt immer noch hinten dran, das eine. Und ich gehe mal nochmal, Entschuldigung, in die Lupe. Ja, das zweite Jungtier ist definitiv zu sehen und ich glaube, dass eins sich noch platt hingelegt hat. Also zwei sind es definitiv, die ich jetzt erkenne. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich das so mache, weil das hinten zu hell ist. Also ihr seht jetzt ein bisschen vom Altvogel. Ihr seht hier den Schnabel vom zweiten Küken hier. Und vorhin habe ich hier noch was gesehen, aber entweder ist es von dem oder es ist wirklich noch ein drittes. Ja, das sieht so gut aus, dass ich jetzt nochmal die Videoaufnahme starte. Und einfach ein bisschen laufen lasse, auch wenn der Akku schon sehr marode ist. Na ja, gut, 23%, das geht. Jetzt ist die Sonne weg, macht das Bild vielleicht ein bisschen weicher. Die Thermik wird noch nicht weggegangen sein, also die Luftunruhe. Thermik ist ja aufsteigende Luft. Und da Luft ja auch eine unterschiedliche Dichte hat wegen Temperaturunterschieden, kommt es dann zum Wabern. Fata Morgana ist auch so ein Effekt. Ja, was übrigens sehr schade ist, ich habe auch schon ein bisschen geguckt, ich habe aber keinen Feldstecher dabei. Ich weiß nicht, ob der zweite Altvogel nicht irgendwo oben noch in einer anderen Stelle im Baum sitzt. Letztes Jahr war das so, dass die 3 Jungvögel da gesessen haben und auch immer schön geguckt haben. Vielleicht blende ich euch auch noch ein Bild vom letzten Jahr ein. Übrigens mit, ich glaube, derselben Ausrüstung, also mit dem 560er Leica-Objektiv. Im Grunde war es das. Denn was soll ich euch erzählen? Bilder habe ich euch eingeblendet. Vielleicht jetzt am Ende noch mal ein bisschen Video passenderweise. Kleiner Reinschnitt, weil ich wollte eigentlich gerade gehen, weil auch der Akku kurz vor leer war von der Olympus. Und dann kam ein Roller an. Auf diesem Roller war der Besitzer. Den habe ich höflichst gefragt, ob ich ein bisschen näher rangehen kann, dort an den Zaun, ob das okay ist, dass ich da ein paar Fotos mache. Und er sagte so, kein Problem. Erstens haben sie gefragt, zweitens ist er da. Weil pauschal würde er mir das nicht erlauben,
weil ja, wenn dann einer drin steht, stehen andere auch drin, aber er möchte eben dabei sein, weil Steinbruch eben auch gefährlich an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mich lange mit ihm noch unterhalten und er hat gesagt, er ist einmal hochgekommen und es standen irgendwie gefühlte 60 Leute rum auf seinem Grundstück und er hatte alle angezeigt. Er hat die Polizei gerufen und hat gesagt, hier, komm, das ist hier Privateigentum, es stehen Schilder und keiner hält sich dran. Und sowas, Leute, geht einfach überhaupt nicht. Haltet euch an die Regeln, wenn es eben nicht näher rangeht, wie es geht, braucht ihr entweder mehr Brennweite oder ihr müsst eben den Besitzer fragen. Und da das zu viele Leute machen, kann es auch ganz schnell sein, dass der sagt, verpisst euch, lasst die Vögel in Ruhe. Denn, das hat er mir auch gesagt, die Vögel waren lange Zeit nicht da, weil sie gestört wurden. In diesem Sinne mache ich jetzt für diesen Cut hier Schluss und ihr, ja, ihr hört den Rest vom Video. Und jetzt gehe ich zurück zu meinem Auto, werde nach Hause fahren, Akku besorgen und dann fahre ich nochmal Richtung Darmstadt. Da werde ich dann später nochmal am Waldfriedhof sein. Mal gucken, ob die Eichhörnchen immer noch vorhanden sind. Da nehme ich dann das 40, 150 und ja, ich bin gespannt, ob ich da noch ein paar schöne Bilder machen kann. Ah, eine Hornisse. Ja, und ach, ich muss noch mal gucken. Also es ist doch einfach toll. Leider so weit weg, aber ja, jetzt ist noch mal der zweite Jungvogel hinter dem Altvogel zu sehen, bin ich noch drauf. Wie gesagt, ihr hört nichts vom Auslösen. Ich mache das mit dem Kabelauslöser. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ach, das kann man doch alles mit einer App machen. Ich rate euch zu so einem Kabelauslöser. An der Olympus kostet ja auch nur ein Apfel und ein Ei. Also man muss ja nicht den Originalen nehmen. Ne? Ja, ich würde sagen, das war's. Ne? Oh, langes Video. Spielt keine Rolle. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Ihr seht ein paar Bilder vom Vogel, vom Altvogel und den zwei Jungvögeln. Und ja, ich werde hier bald wieder herkommen. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich hier jemanden erreichen kann und ob ich die Möglichkeit habe, die 20, 25 Meter näher zu kommen. Übrigens, hier außen hat man einen Höhenvorteil. Während da drin man wieder ja, bestimmt 2 Meter tiefer ist und dann der Winkel aufs Nest nicht ideal ist. Ach, ich rede zu viel. Ciao, tschüss, euer Sven.